Diese Nutte, sie ist dumm, sie denkt, ich bin ihr treu. Doch ich bin halt ein Mann und fick in der Welt herum. Um zu ficken, brauch ich nur in das Mikrofon zu schreien. Und die Noten stürmen die Bühne ganz langsam, wir haben Zeit. Nach der Reihe nicht halten, ich habe Rieseneier. Und Platz für euch alle, wir starten in Dreier. Boogie mit dabei und wir feiern Aftershow. Ich ficke die Groupies, logge die Party mit meinen Mädelflows. Mädels sagen groß, geschlossene Bluse, das ist Kacke. Boogie Hacke, ficken oder strick ne Macke. Zieht euch jetzt auf. Die Chips hier mehr und Berlin Crime. Und die Titten auf. Die Forsten, die nicht wollen, schmeißen wir raus. Rock das Haus in der Aftershow. Boogie Tecken blau, also Blasen, ich bin dauerblau. Hau und diesen Blumen Kübersau. Boogie will mit zu ficken, alle meine weiblichen Fans. Die sind doch alle hier Backstage, hier kommen Boogie und Hex. Abo. Ich will jetzt den Arsch von deiner Freundin sehen, anziehen. Diese Schärpe ist ja nicht rasiert. Was heute noch passiert, bleibt hinter dieser Tür. Ich fick mit dir und dir und dir und dir und dir. Keine Titten, kein Arsch, kein Backstage-Pass. Willst du heute nach Spaß, dann gebe richtig Gas. Ich bin Spieler, du Nutte, was dachtest denn du? Zuerst willst du mit uns und dann mit der Gattung. Keine Titten, kein Arsch, kein Backstage-Pass. Dachte, sie wär clever, ihr Arsch war scharf wie ein Messer. Und ihre Titten waren noch besser. Es war an einem Silvester, sich der Nutte begegnete. Sie war der Typ Puppe, die einem den Kopf verdrehte. Ich weiß noch, dass es draußen regnete und dass wir tranken. Wir chillten beide im Backstage mit noch zwei anderen Schlampen. Wir stanken alle nach Parfüm und ließen sich von mir berühren. Und die Geilheit hier im Raum war, konnte man für mich spüren. Gesteuert von meinen Gefühlen ging ich sofort an die Titten. Denn ich wusste, jetzt wird Zeit, um dieses Flintchen zu ficken. Die Kotze war sofort bereit und legte sich auf ihren Rücken. Darum zu bitten, kam noch die anderen dazu. Drei Fotzen und eine straffe Atze, das perfekte Rendezvous. Ich schaute einfach nur zu, wie diese Schlampen mich verwirrten. Die eine saugte an mein Schwanz, die anderen zwei an mein Klöten. Auf einmal ist mir nach Töten, ich glaub nicht das, was ich sehe. Die eine Fotze zockte einen Schein aus meinem Portemonnaie. Ich gehe zu ihr hin, in die Potte, boxe in die Fresse. Denn es gibt genug Fotzen und genug Backstage-Pässe. Keine Kinder, kein Arsch, kein Backstage-Spaß. Willst du heute nach Spaß, dann gebe richtig Gas. Wir sind Spieler, du Nutte. Was denn du? Zuerst willst du mit uns und danach mit der ganzen Crew. Keine Titten, kein Arsch, kein Backstage-Spaß. Willst du heute nach Spaß, dann gebe richtig Gas. Wir sind Spieler, du Nutte. Was dachtest denn du?